So, herzlich willkommen zur VW Golf 8 Premiere. Und zwar hier aus Wolfsburg, direkt aus der Autostadt. Und euch stelle ich jetzt einmal kurz den VW Golf 8 vor, was es denn so Besonderes gibt. Und da steht er auch schon, und zwar hier als neue Airline-Variante. Die Airline-Variante unter anderem tatsächlich erkennbar an einem durchgängigen LED-Lichtband, was wir hier haben. Natürlich auch die schwarzen Einsätze, die wir hier haben. Ganz neu beim Golf 8 auch die Scheinwerferpartie. Man hat hier so eine Art auslaufenden Tropfen in den Scheinwerfer integriert. Sehr, sehr schön das Ganze. Der Wagen ist nur ein paar Zentimeter gewachsen. Von der Basis her, die tatsächlich noch da ist, ist es noch der Golf 7 im Grunde. Man hat aber viele Technikbausteine neu erneuert. So gibt es jetzt Antriebe von 90 PS startend bis zu 245 PS. Und damit ist nicht der VW Golf GTI gemeint, sondern der VW Golf GTE. Und zwar der Golf GTE hat eine neue große 13,1 Kilowattstunden Batterie bekommen. Damit ist es sogar möglich, bis 60 Kilometer rein elektrisch unterwegs zu sein. Die anderen Motoren wurden tatsächlich teilelektrifiziert. Und das sind die sogenannten ETSI-Motoren. In Verbindung mit einem Riemenstarter-Generator kann der Motor dann tatsächlich segeln, kann tatsächlich auch effizienter laufen dank 48 Volt Bordnetz. Wir sehen auch hier schon wieder die komplett neuen Rücklichter, die wir hier haben. Sehr, sehr schöne Optik bekommen, wie ich finde. Die Heckklappe ist tatsächlich etwas ausladender gestaltet worden, ohne dabei wirklich wesentlich an Gepäckraum zugelegt zu haben. Außerdem haben wir jetzt den Golf-Schriftzug, wie bei den neuen Modellen üblich, tatsächlich hier unter dem Logo. Hier übrigens auch, da sehen wir schon den neuen Schriftzug ETSI. Hinter der Heckklappe verbirgt sich dann ein durchaus durchschnittlicher Golfkofferraum. Klar, wir können dann hier noch das Ganze höher legen. Da ist noch ein kleines Ablagefach und der Subwoofer da drinnen. Wesentlich mehr hat sich natürlich im Innenraum getan vom neuen Golf der 8. Produktgeneration. Und auf dem Fond sehen wir jetzt auch schon hier tatsächlich etwas mehr Platz auf jeden Fall. Bei den Materialien hat man ein bisschen zurückgestuft. Man merkt, dass das hier tatsächlich Hartkunststoffe geworden sind. Da hätte man für meine Begriffe noch mal etwas mehr Geld in die Hand nehmen können bei Volkswagen. Aber gut, nichtsdestotrotz. Was man hier auch sehr, sehr schön sieht übrigens, sind die neuen Sitze, Sportsitze, die bei der Airline verbaut sind, mit voll integrierten Kopfstützen hier. Sehr gut, fühlen sich auch sehr, sehr schön an. Übrigens hier im Fond tatsächlich USB-C-Anschlüsse. Und schauen wir noch mal ganz kurz. Wir haben noch eine andere Lackierung hier. Und zwar tatsächlich das neue Gelb. Mir persönlich gefällt diese Lackierung äußerst gut. Was wir hier auch wieder sehen, es gibt natürlich wieder diese Fake-Auspuffrohrblenden. Man muss es mögen. Ich persönlich bin, wie gesagt, gar kein Fan davon. So, jetzt sind wir im Innenraum vom neuen VW Golf. Während wir außen eine kleine Evolution haben, haben wir im Innenraum definitiv eine Revolution. Denn der neue VW Golf 8 ist komplett digital und vor allem mit Displays übersät, wie wir hier sehen. Fangen wir doch mal so ein bisschen links an. Wir haben links jetzt tatsächlich ein Lichtschaltzentrum, was auch mit Touch-Tasten funktioniert. Dann haben wir ein voll digitales Kombi-Instrument. Auch über die gesamte Breite. Wir haben hier keine Analoganzeige mehr,
sondern wirklich alles feinst aufgelöst. Dann gibt es zwei verschiedene Lenkräder, wie wir gesehen haben. Einmal tatsächlich hier mit den sensitiven Tasten. Alleine hier zum Beispiel für Audio, da wird dann einfach nur noch zur Seite geswiped sozusagen. Dann haben wir einen riesigen Display-Bildschirm hier in der Mitte für das Mediasystem. Es beheimatet mittlerweile auch ein Klimabedienteil. Ich bin kein Freund unbedingt davon, aber sehr schön, man kann die Temperatur hier... Man muss hier oben ins Feld drücken. Ah, man muss da oben ins Feld drücken jetzt, Entschuldigung. Oh, danke, danke für die Info. Ich habe auch einen Experten neben mir sitzen. Also ich erzähle wahrscheinlich etwas mehr Schmarrn, als man denkt, aber immerhin. Temperatur tatsächlich sehr schön hier regulierbar. Dann haben wir hier die Lautstärkenregulierung, deswegen auch keine Tasten mehr. Und für den Beifahrer tun wir dann hier ebenfalls die Temperatur regulieren. Mit zwei Fingern kann man diese Zeitung einschalten. Ah, wunderbar. Sehr gut. Mit zwei Fingern, okay, nicht schlecht. Dann kann man auch... Hier unten haben wir Direktwahltasten, richtig, ja. Für das Mediasystem, wie wir sehen. Und zwar Assist, Climber, Menü und die Fahrmodi. Und ein kleiner weiteres Highlight ist tatsächlich hier der Automatikstick, den wir hier haben. Der ist nicht mehr sonderlich groß, also man braucht es aber auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Wird einfach nur noch tatsächlich aktiviert, die jeweilige Fahrstufe, und das war es dann auch schon. Start-Stopp übrigens hier jetzt angebracht. Genau, welche Größe an Display haben wir denn hier tatsächlich möglich, optional? Das waren, glaube ich, 10,25. 10,25 ja. Maximal. Ja. Von der Bedienoberfläche, wir haben hier einen Home-Button, so wie wir es beim Smartphone quasi kennen. Genau, richtig, ja. Ansonsten, jetzt überlasse ich Ihnen sozusagen ein wenig. Genau, wir haben noch die Shop-Funktion, da kann man sich dann die ganzen Funktionen runterladen und auch kaufen. Die kann man da direkt drin kaufen, Alexa zum Beispiel, okay. Wenn Alexa sagt, startet Alexa auf. Mhm. Hallo Alexa? Nee, muss eigentlich so gehen. Dann kann man halt mit dir erzählen, schalt zu Hause das Licht an, okay. Was auch immer, dann mach zu Hause das Licht an. Okay, gut. Wenn du ein Smart-Home-Gerät zu Hause hast, okay. Sag gut. Einfach, ja, genau. Schalte Gerätename oder man hat den Klang jetzt so. Mhm. Ne? Okay. Und dann kann man den Klang einstellen. Man hat hier verschiedene Funktionen, ja. Wo sich dann auch die Bilder mit ändern. Okay. Den Fokus, den man einstellen kann, den Sound. Ist klar. Ja. Ja. Surround, okay. Balance. Die Lautstärke kann man hier halt überall anpassen. Wunderbar. Diese Funktion haben wir neu. Darf ich kurz? Ja, na klar. Also wir können auch hier tatsächlich, ja. Kommen wir in das Klimabedienteil hinein, ja. Sozusagen. Ist wie ein Smartphone, also ist tatsächlich immer mit Swipen, Drücken. Wir haben aber kein haptisches Feedback, wie wir es etwa beispielsweise beim Audi A6 haben. Ja. Also das ist nicht vorhanden. Wir können zwar alles weiterhin hier ganz normal aktivieren, aber wie gesagt, eben ohne haptisches Feedback. Dennoch selbsterklärend, muss man ganz klar sagen. Wenn wir hier zurückgehen, aber Entschuldigung, Menü. Na? Das ist jetzt das Parkmenü. Das Parkmenü. Zurückmenü, es gibt den Home-Button. Also Home-Button, Entschuldigung. Da kann man dann drauf, okay. Dann kann man gut. Hier weiter okay. Swipen. Gut. Kann dann ganze Funktionen sehen. Wir haben Webradio okay. Jetzt, man kann Videos drauf okay. Gucken. Gut, das konnte man bei den Vormodellen auch, aber jetzt gut. Ist es viel, viel okay. Auflösender, die Qualität. Okay, wunderbar. Dann sage ich soweit auf alle Fälle schon mal danke. Und wir schauen noch mal ganz kurz hier so ein bisschen rum, wie sich das Ganze hier so gemacht hat. Wir haben neue Oberflächenmaterialien definitiv, aber es ist alles weiter super verarbeitet, typisch Volkswagen, wie wir es kennen. Also das mit den Displays, ich persönlich finde es ein absolutes Highlight, ja, dass man tatsächlich jetzt hier quasi ja, so ein bisschen Space Shuttle mäßig ist es jetzt mittlerweile und man merkt, es ist einfach in einer komplett neuen Zeit angekommen. Wir haben auch übrigens ein Head-Up-Display, das sieht man jetzt leider nicht so schön, aber es wird in die Windschutzscheibe projiziert, nicht auf eine Plexiglasscheibe. Das muss man ganz klar sagen. Und ganz neu natürlich in der Airline die Sitze, wie ich schon erwähnt hatte, jetzt tatsächlich mit integrierter Kopfstütze. Und ich sitze in ihnen und sie sind, ich kann es euch sagen, saubequem und bieten echt geilen Seitenhalt. Ja, das war die kleine Vorabpremiere zum neuen VW Golf 8. Ein wirklich tolles Auto geworden, muss man sagen. Also mir gefällt er richtig gut. Man erkennt ihn sofort als Golf, was ich zu schätzen weiß und auch viele Kunden da draußen zu schätzen wissen. Im Innenraum hat sich allerdings wirklich dramatisch viel verändert mit den Displays. Er ist extrem modern geworden. Always on, Car-to-X-Kommunikation. Die elektrifizierten Benzinantriebe in Verbindung mit dem DSG-Antrieb,
die GTE-Modelle, die Plug-in-Hybride, die tatsächlich auch in der Reichweite jetzt im Alltag angekommen sind mit 60 Kilometern. Da hat sich jede Menge getan. Die Preise stehen leider noch nicht ganz fest. Im Handel in Deutschland ist er dann tatsächlich im Dezember diesen Jahres. Und dann schauen wir einfach mal, was er kostet. Ich persönlich bin auf alle Fälle beeindruckt vom neuen Golf. Er wird auf alle Fälle der Benchmark für die Klasse weiterhin bleiben. Einziger Punkt, in den Materialien hätte Volkswagen noch mal ein bisschen feiner nachlegen können. Denn wir haben doch sehr, sehr viele Hartkunststoffe jetzt mittlerweile, die wir so eigentlich schon im Polo leicht angemakelt hatten. Dennoch, wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, natürlich Daumen nach unten. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich Tschüss und Servus aus Wolfsburg, euer Ubi.